Hey guys! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ihr werdet es sicherlich an diesen smoothen Bewegungen schon sehen, die etwas langsamer sind als sonst. Ich habe jetzt mal den Controller ausgepackt und versuche mal mit dem Controller ein bisschen besser Schlösser zu knacken. Ich habe auch direkt hier vor der Tür quasi gespeichert. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich leichter sein, wenn wir uns mal wieder vertun sollten. Dann müssen wir nämlich nicht alles nochmal von vorne machen. Beziehungsweise, wenn wir erwischt werden, natürlich. Hallo? 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 So, und so ducke ich mich und so versuche ich mal ein Schloss zu knacken. Mal sehen, ob ich erwischt werde. Wie kann ich jetzt das Schloss... Wäre genauso bescheuert. Wie muss ich es denn drehen? Was muss ich dir hier... Zeiger. Mit dem rechten, genau. Und Schloss drehen mit dem linken. Das soll aber nicht wahr sein. Hä? Wie riecht es denn? Manchmal macht er was und manchmal macht er es nicht, obwohl ich in die genau gleiche Richtung. Ja, genau. Wahrscheinlich, wie viele Dietriche habe ich überhaupt? So. Inventar, wie war nochmal Inventar? Das war die Map. 4 Stück noch. Nee, warten möchte ich auch nicht. Ich habe jetzt noch eine andere Möglichkeit, was wir machen könnten. Ich verstehe das nicht mit dem Schlösserknacken. Also, das war ja tatsächlich dann mit Maus und Tastatur sogar noch einfacher. Und wo ist der Typ? Eigentlich. Ach, pfeife ich auch noch. Hallo, da bist du. Hi. Nein, ich will hier, ich habe hier gar nichts zu suchen. Was ist los mit dir? Ich könnte ihn umbringen. Zumindest versuchen. Ja, hier darf ich ja wohl sein, oder? Hi. Ah, ihr geht auf jeden Fall mit mir. Ich versuch's jetzt einfach. Ja, ja. Aua, aua. Doch keine gute Idee. Wie macht man den? Aua, okay. Für zwei verschiedene Angriffe, ne? So eigentlich. Wie mache ich den einen und wie mache ich den anderen Angriff? Kann ich das irgendwie in den Einstellungen herausfinden? Steuerung? Blocken mit LB, zu schlagen, zu stechen. Ah, ich verstehe. Das direkt schon mal raus. Also hiermit block ich wohl. Hiermit wird zugestochen und hiermit wird geschlagen. Und hiermit wird getreten. Also mit L. Ist das L? LB? LT. Achso. Mal gespannt. Mist! Aua! Warum ist der denn... Warum treffe ich eigentlich beim ersten Mal nicht? Mm-hmm.
Ich bin da echt nicht gut drin, ne? Und ich weiß echt nicht, was ich mit dem machen soll. Versucht ihn jetzt mal mit dem zu sprechen. Hier, komm mal raus. Komm mal raus, Freundchen. Ich will jetzt nicht reingehen, sonst greifst du mich direkt wieder an. Hallo? Hallo? Ich könnte ihn jetzt versuchen, aus dem Haus zu locken, ne? Der Peschek hat gesagt, ich soll nicht mit ihm drüber sprechen. Okay. Ich versuch's trotzdem. Das mag etwas seltsam klingen. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. An sein gutes Herz appellieren? Ich hab nicht so viel Redekunst, aber auf den Punkt kommen. Schurken befreundet sein findet er bestimmt nicht so toll. Ich versuche es mal. Er hat 3 Kinder hinterlassen. Und da dachte ich, es könnte sie trösten, wenn ich ihnen den Ring brächte, den er in seiner letzten Stunde trug. Bestimmt hast du das Kleinod nicht zusammen mit ihm verscharrt. Kinder, sagst du? Du hast recht, ich habe den Ring. Aber er ist Schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. Ja, ich würde jetzt einfach mal so 20 Groschen für den Ring zahlen. Abgemacht. Da hast du ihn. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Oh. Ja gut, hat er nicht sowas gesagt von wegen, dass der nichts wert ist? Naja, 20. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich dann noch? Wie viel? Das war das Falsche. Ich komme hiermit überhaupt nicht zurecht bisher. Mit der Steuerung so. Wie komme ich denn jetzt auf die... Ich kann hier den Trigger nicht bewegen. Also Tabs durchsuchen hier. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? Hallo? Geld. Groschen. 2,2. Wow. Ich bin das. Ich war gerade eben schon hier. habe alles weggesteckt, oder? Ja. Kann ich denn mich jetzt eigentlich teleportieren darunter? Soll ich nicht nochmal darunter laufen? Kehre zu Müller Peschek zurück. Ja, möchte ich schnell hinreisen. Oh, unsere Energie lässt nach. Wir sollten uns wahrscheinlich gleich mal schlafen legen, würde ich sagen. Und du bist doch einfach nur der Müller, der gerade eben noch keine Mütze auf hatte und jetzt auf einmal doch. Gut. Hallo Müller Peschek. Reden wir mal. Guten Tag. Hey, guten Tag, ja, hallo. Hier, du, ich hab den Ring, ne? Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Könnte nützlich sein. Du würdest mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Ja, ganz bestimmt sogar. Die gestohlene Ware... Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Mal sehen, was wir da machen können. Gott behüte dich. Nur diese 4 Sachen. Was ist denn die Regel des heiligen Nikolaus? Ist das ein Buch? So was? Oh, nee, da will ich dir jetzt erstmal nichts verkaufen. Die Regel des heiligen Nikolaus. Ist das ein Questgegenstand? Oder so? Hallo? Finde ich das Ding denn? Keine Ahnung. Bring das tut mal, ist nichts wert. Gut, mit dem Müller kann ich jetzt im Moment nicht reden. Alles klar, kein Problem.
Wie schaut es denn aus mit den Quests? Bring den Ring zum Müller in Kohelnetz. Wo ist das denn? Okay. Machen wir. Ich würde mich aber vorher einmal schlafen legen. Ich weiß nicht, ob das einfach zu früh ist, aber ich tue es einfach mal, ne? Schlafen. Leg dich mal hin. Ein paar Stunden geschlafen hast, dann sieht die Welt schon wieder viel, viel besser aus, mein Lieber. So. Acht Stunden sollten reichen. Machen wir einfach mal. Dann essen wir jetzt gleich was und dann passt das. Bist du verrückt? Raus hier, das kracht! Was? Glaubst du, das ist dein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Entschuldigung, Mister. Woher habe ich da auch drinne geschlafen? Ja, sabbel mich nicht voll, Peschek. Das ist aber auch einer. Wie kann ich denn eine Fackel anzünden? Ah, so, okay. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Und ich habe ja, guck mal das Falsche. Sicherlich Hunger. Würde demnach einfach mal... genau. Einfach mal was essen. Brezeln und passt das schon. Und jetzt gehen wir mal weiter Richtung Kohelnitz. Aber dass ich da nicht weiter schlafen durfte. Ich habe da vorher die ganze Zeit geschlafen. Hat mir keiner gesagt, dass ich mich da nicht wieder reinlegen darf. Also finde ich schon ein bisschen unfair, muss ich sagen. Naja. Den Peschek mag ich sowieso nicht. Der ist blöd. Okay, da gibt es jetzt keinen bestimmten Weg erstmal. Wird bestimmt bei beiden dahin kommen. Hoffe ich. Mal gespannt, ob hier irgendwie nachts im Banditenmeer auf der Straße rumlauern. Rumlungern, wie auch immer. Oder ob das keinen Unterschied macht zum normalen Spiel oder zum Tagesablauf. Ja, habe ich noch keinen gesehen, aber bin ja auch noch nicht lange unterwegs. Da müssen wir in Zukunft mal gucken, wie das ausschaut mit dem Schlafen. Weil schlafen dürfen wir ja dann scheinbar nicht überall. Ah, Bildstock. Oh. Mal schauen, wo wir dann zukünftig schlafen werden. Aber das ist ja generell weniger das Problem. Wo gehen wir denn mal her? Wir gehen jetzt hier links und dann hinter den Häusern rechts. Drück immer die falsche Taste, okay. Aber ich denke, ich werde wieder auf die Maus und Tastatur wechseln. Hier mit dem Controller, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, finde ich. Vielleicht stelle ich mich aber auch mal wieder zu nubihaft an. Für die ganze Geschichte. Was haben wir hier? Noch ein Bildstock. Lesen. James Washington, Franz von Neudeck, Alexander Justus und was? Aramantius. Aha. Oh, da ist jemand. Hallo. Wer bist du? Wanderer. Hallo.
ich ja keine böse Person bin, werde ich den auch mal nicht irgendwie versuchen auszurauben oder so. Es sind ja bisher noch keine böse Person. Wer weiß, was im Laufe des Spiels noch passieren wird. So. Ich mache auf die andere Flussseite. Natürlich. Warum denn? Warum habe ich das erwartet? Kann ich denn hier durch den Fluss? Ja. Er ist ja auch. Ach, shit. Ohnehin so gut wie leer, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Kann ich hier wirklich easy durchwarten. Perfekt. Ich bin hier auf der anderen Seite und in dem Ort Kohelnitz. Und ins Wasser gefallen. Mich hier wieder raus. Hallo? Oh Mann. Jetzt ohne Witz. Komm ich hier wieder raus? Kann ich hier unten drunter? Ja, kann ich hier. Ach, komm. Auf geht's. Ach komm schon. Also man kann sich auch wirklich selten dämlich dabei anstellen. Man versucht hier irgendwo rauszukommen. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Jetzt ohne Witz. Fischreuse. Hallo. Eine Forelle. Aber ich würde mal so behaupten, Fisch wird uns schnell schlecht. Das nehmen wir nicht mit, außerdem wollen wir auch hier jetzt gerade mal keinen beklauen. Ach gut, hier kann ich raus. Vielleicht stellen wir uns ja dieses Mal nicht ganz so bescheuert an und kommen hier direkt drüber. Ah, das sieht ja gut aus. Ich muss hier anscheinend hinein zum Herrn. Lo. Mal sehen, ob die darauf stehen, geweckt zu werden. Gelobt sei Jesus Christus. Ich soll dir diesen Ring bringen. Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Ah ja. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Okay, wie kann ich denn behilflich sein? Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. Ja gut, ich bin dabei. In Ordnung. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit es keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. Okay. Lebe wohl. Aber wie dem auch sei. Gucken erstmal, was es sonst jetzt hier noch so für Aufgaben gibt. Nee, wie war das? So. Questlog.
will ich erstmal nicht machen, das mache ich später. Das Erwachen. Na komm, wie kann ich denn... Ach da. Begib dich nach Pirkstein für eine Audienz bei Herrn Ratzig. Ja, das machen wir doch mal. Pirkstein, das ist hier unten. Hier irgendwo schnell reisen. Hier hin. Ja. Ist schon wenigstens schon mal ein bisschen näher. Gut. Gehen wir mal in diese Richtung. Mitten in der Nacht. Also als ich Theresa gespielt hatte, hatte ich wesentlich mehr Geld. Hier findet man ja kaum welche. Ja, ein Angreifer oder so. Die einfach auf dem Boden liegen, die man aussuchen kann. Gut, letzteres muss auch nicht unbedingt sein. Also mal, wenn ich nochmal gucken. Ich muss den ganz linken Pfad gehen, also hier hoch. Gut. Wollen wir das mal machen. Sehen, ob ich überhaupt in die Stadt reingelassen werde. Voraussichtlich, oder beziehungsweise im Zweifel nicht. Man darf gespannt sein. Schnell reisen. Ja, das kennen wir ja schon. Haben wir ja gerade gemacht. Uiuiui. Hallo, guten Tag. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher! Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ja. Prinzip. Will ich mal gucken. Also, meine Stärke in Redekunst ist nicht so gut, aber in Empathie schon. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, ich bin Herrn Ratzig Schmied, oder? Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich aufhält. Schade. Hau ab. Aber ich muss Herrn Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Das wird ja wohl gehen, oder? Oh, der ist der auch viel besser. Ist es Geld, was du willst? Vielleicht überzeugen dich ein paar Münzen. Wie viel willst du? Ich gebe dir alles, 8,2. Ist das genug? Nein. Das ist zu wenig. Gut, mehr habe ich leider auch nicht. Hältst du mich für einen Narren? Noch so eine Masche und ich werf dich ins Verlies. Ja, sabbel mich nicht voll. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich muss Herrn Ratzigs Schwert. Bla bla bla. Ich muss Herrn Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich sehe vielleicht nicht danach aus. Auch wenn ich aus, da schlechter bin drin. Aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Oh! Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Nein, tut er schon nicht. Das ging ja doch einfacher als gedacht. Ich hab dir fast Geld gegeben. Wo ist denn Herr Ratzig? Hier hinten. So, wollen wir nochmal ein bisschen schneller laufen. Da wird wahrscheinlich Herrn Ratzigs Schwert sein. Oh, Katzi. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Also, ich möchte zu Herrn Ratzig. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke.
Und jetzt kann ich einfach so hier hoch. Ist das hier? Wo ich hin muss? Hallo? Nee. Weiter oben. Hier oben, oder? Ah. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund gingen die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt... desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeih. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert?
Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Heinrich vielleicht nicht, aber ich möglicherweise. Ja, weil, naja. Jetzt nicht so der Beste in dem Spiel. Deswegen erstmal waschen. So. So, was können wir jetzt machen? Questlog. Genau, das haben wir. Und du vielleicht keinen Preis. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Das werden wir gleich machen. Beziehungsweise werden wir das nächste Mal machen, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin!